Mein Name ist Mert Savac, ich bin 21 Jahre jung, arbeite für die Profiling GmbH Berlin, habe hier meine Ausbildung als Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik abgeschlossen und wurde auch nach der Prüfung übernommen. Ich hatte halt die Gelegenheit, meine Abteilung zu wechseln und arbeite jetzt in der Werkzeugtechnik für Werkzeugpflege und Bearbeitung. Als Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik hat man halt seine Maschinen zu bedienen, die Profile herstellt. Man hat halt 2 bis 3 Anlagen, die man bedient und auf die Qualität achten muss und halt Fehler beheben muss. Also wir bei der Profine stellen Fensterprofile her. Als Rohmaterial wird dann zum Kunden verkauft, zum Fensterbauer. Der baut die dann zum Fenster um und verkauft die dann weiter. Also unser Produkt kann man überall gebrauchen, denn jedes Haus hat Fenster. Also man sollte pünktlich sein. Große Verantwortung hat man dann in der Ausbildung auch schon. Teamfähig sollte man sein. Von der Statur her benötigt man auch Kraft, weil man auch schwere Düsen, also was heißt schwer, 20 bis 30 Kilo Düsen anheben muss. Also mir macht es Spaß, an Maschinen rumzufummeln. Die Technik begeistert mich und ist halt besser, wie im Büro rumzusitzen. Die täglichen Arbeitszeiten in der Ausbildung sind von Montag bis Freitag immer früh, also 6 bis 14.30 Uhr. Hängt auch von der Abteilung ab. Kann auch sein, dass man mal eine Stunde später anfängt, halt dann auch eine Stunde später Feierabend hat. Und wenn man die Ausbildung halt beendet hat, arbeiten wir hier in der Produktion mit einem Vierschichtsystem. Also der Tagesablauf eines Verfahrensmechanikers beginnt bei Schichtbeginn mit einem Muster. Man kontrolliert seine Anlagen, wie die Profile aussehen, ob der Mitarbeiter der Vorschicht, ob die Profile gut eingepackt wurden, ob die der Qualität entsprechen. Und wenn alles in Ordnung ist, werden die dann führt er es fort. Wenn da Fehler drin sind, dann wird es dem Hallenverantwortlichen gesagt oder man behebt es halt selber. Die Ausbildungszeit beträgt 3 Jahre und die Ausbildungsvergütung ist im ersten Lehrjahr mit 701 Euro brutto und es steigert sich halt Jahr für Jahr.